Filmkulturzentrum das Kino zur Verleihung des dritten Salzburger Film-Nachwuchspreises. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Es ist irgendwie interessant, eine kleine Stadt wie Salzburg wird mit Film vielleicht gar nicht so sehr in Verbindung gebracht. Tatsache ist aber, wir sind hier im Das Kino und bis jetzt der Michael und jetzt der Renate belegen ja, dass das qualitätsvolle Filme hier eine Tradition haben. Und ebenso eine Tradition haben Filmemacher in dieser Stadt, das wisst ihr, die ihr da seid und kundig seid. Wir haben uns vor einigen Jahren überlegt, seitens der Stadt, na, was tun wir damit? Wir können natürlich nicht mit den großen Produktionsbudgets mithalten, das wäre völlig undenkbar. Aber es wäre doch interessant, junge oder auch ältere Nachwuchstalente zu fördern, um genau dem dient dieser Abend und diese Veranstaltung. Und nachdem ihr eher darauf wartet, wer gewinnt jetzt was, hör schon wieder auf. Schönen Abend. Ja, einige werden sich vermutlich fragen, wer war denn dieser ominöse Simon S.? Wieso benennt man einen Filmpreis mit dem Titel Simon S.? Ja, ich will die Lösung des Rätsels nicht länger vorenthalten. Simon S., das ist der Herr Simon Stampfer, und der hat vor 180 Jahren den, ich würde mal sagen, Urgroßvater des Filmprojektors erfunden. Und zwar, das ist Grund genug, ihn als Pate für unseren Filmpreis zu verwenden, will ich meinen. Ja, und wir gehen jetzt gleich einmal über zu den 6 nominierten Produktionen. Insgesamt gab es dieses Jahr 15 Einreichungen und folgende sind heute Abend nominiert. Der Pfad, eingereicht von Elke Brugger. Am Berg, eingereicht von Michael Freudenthaler. Milliardenmarsch, eingereicht von Adrian Geuginger. Cerro Rico, eingereicht von Armin Thalhammer. Gleichgewicht, eingereicht von Bernhard Wenger. Und Josef, Täterprofil meines Vaters, eingereicht von Antoinette Zirkmeier. Und hier steht er auch schon. So sieht er aus in Trophäe und er ist auch dieses Jahr wieder vom Bruderpaar Manuel und Tobias Gruber gestaltet worden und symbolisiert sozusagen das Symbol für endlose Kreativität auf der Leinwand. Ja, und wie immer ist ein Wettbewerb natürlich auch mit einer Jury verbunden oder wie meistens und die hatten dieses Jahr wirklich die Qual der Wahl. Ja, wie die Auswahl 2016, meine lieben Damen und Herren, nun ausgefallen ist, das erfahren wir in Kürze. Symbolisch ziehe ich die Glocke zur Preisverleihung und darf insofern gleich zur Verleihung des dritten Platzes Sina Moser zu mir auf die Bühne bitten. Ich darf dir das Mikrofon überreichen, damit auch alle hören, was du sagst. Und das Wichtigste, hier steht da drin, der dritte Platz. Also, verehrtes Publikum, liebe Filmemacher, der dritte Preis, der Film heißt Milliardenmarsch von Adrian Geuginger. Ich darf Ihnen jetzt noch kurz die Jurybegründung vorlesen. Also, der Milliardenmarsch von Adrian Geuginger ist ein hervorragend gemachter, gnadenloser Kurzfilm-Thriller, gedreht in der Schwäbischen Alb. If you stop, you will die. Wenn du stehen bleibst, wirst du sterben. Unter diesem Motto begeben sich junge Männer auf einen Marsch, der ihnen den Tod oder viel Geld bringen soll. Wer am längsten wandert, gewinnt. Wer aufgibt, verliert sein Leben. Gewinnen und überleben kann nur einer. Der Film beginnt völlig unspektakulär. Man könnte meinen, ein paar Freunde machen einen Wanderausflug. Bald aber nimmt der Film Fahrt auf und dem Zuschauer wird klar, dass es sich um eine Art tödliche Reality-Show handelt. Dabei treibt Geuginger die Essenz und den Voyeurismus einer Reality-Show auf die Spitze. Er macht aus dem sonst unschuldigen Wandern einen Todeslauf, den nur eines antreibt, die Gier nach dem großen Geld. Und die Zuschauer sind nicht das TV-Publikum, sondern wir,
die diesen Todesmarsch hautnah mitverfolgen müssen und froh sind, wenn der Film ein Ende findet. Davor aber sind wir über einige Leichen gegangen. Adrian Geugingers Fiction-Film weckt starke Emotionen, sei es Anteilnahme, Überraschung oder Empörung. Der Film bleibt spannend bis zur letzten Minute und gibt Anlass zu Diskussionen. Ja, ich bin nur die Vertretung von Adrian Geugingers, der ist leider schon wieder am Drehen in Deutschland. Aber ich soll mich ganz herzlich für den Preis bedanken. Es war ein lustiger Dreh, hat er gemeint. Er war relativ kalt, beziehungsweise manchmal sehr heiß. Wir haben zwischen 30 Grad und 0 Grad gehabt. Aber, und ich soll mich natürlich auch für alle Schauspieler und für die ganze Crew bedanken. Bitte schön. Und auch noch, ganz kurz noch, die Jury-Begründung. Dann danke ich euch. Und wir schauen uns den Milliardenmarsch nun an, Film ab. Handrich! Handrich, geh nicht vom Weg weg! Handrich! 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 Ich habe mich zum Marsch gemeldet, weil ich nicht sterben wollte, ohne hier gelebt zu haben. Und ich bereue es nicht, da ich alles hinter mir gelassen habe, was nicht Leben ist. Man spürt das Leben erst, wenn man dem Tod ganz nahe kommt. Wir machen weiter mit dem zweiten Platz und nun darf ich Ingrid Tröger-Gordon zu mir auf die Bühne bitten. Der zweite Preis geht an Cerro Rico, The Silver Mountain. Es ist ein Dokumentarfilm von Armin Thalhammer und ich darf Ihnen kurz die Jurybegründung vorlesen. In diesen in imposanten Bildern komponierten und im wahrsten Sinne atemberaubenden Dokumentarfilm begleitet das fünfköpfige Filmteam eine Minenarbeiterfamilie in die klaustrophobisch anmutenden Tiefen des Cerro Rico, eines geschichtsreichen Bergs des bolivianischen Hochlands. Im reichen Berg, so die Übersetzung von Cerro Rico, wird seit Mitte des 14. Jahrhunderts Silber abgebaut. Der damit einhergehende Silberrausch und die Blüte der Region sind längst verblasst. Doch die noch aktiven 15.000 Minereros versuchen, die letzten Reserven aus dem Berg zu kratzen. Cerro Rico erinnert an Michael Klawokas Working Man's Dead. Der harte und gefährliche Arbeitsalltag wird von intensivem Surround-Arrangement und dichten Bildern eingefangen und den Minereros wird mit viel Empathie ein filmisches Porträt gewidmet. Eine beeindruckend reife Filmarbeit, die uns extreme Lebensrealitäten auf sehr physische Weise näher bringt. Ich gratuliere ganz herzlich. Ja, krass, vielen Dank. Nach dem wahnsinnigen Film habe ich das jetzt eigentlich nicht mehr erwartet. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns Cerro Rico an. Hinein in den Berg, 30 Minuten lang. Film ab. Thank you.
Jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zum ersten Platz. Jetzt geht's um den Simon S. als Statue. Ja, und dazu bitte ich nun Dominik Tschitscher zu mir auf die Bühne. Es ist mir beides, es ist mir unangenehm und sehr angenehm, jetzt den ersten Platz verkünden zu dürfen. Unangenehm deshalb, weil wir 6 wunderbare Filme nominieren durften für diesen Preis und einige von den Nominierten sind ja heute auch hier. Und am liebsten würden wir jetzt ihnen allen einen Preis geben, aber wir durften am Schluss dann nur 3 vergeben. Und angenehm deshalb, weil es jetzt der erste ist und es freut uns sehr, dass der erste Preis an Antoinette Zwirrmeier geht mit Josef Täterprofil meines Vaters. Antoinette. Ich lese zuerst noch die Jurybegründung. Diese Filmeinreichung war unter den diesjährigen Einreichungen für die Jury einstimmig die auffallendste und stärkste. In ihrem Kurzfilm Josef Täterprofil meines Vaters erzählt Antoinette Zwirrmeier eine höchst persönliche und höchst sensible Familiengeschichte vom Banküberfall ihres damals 17-jährigen Vaters in Salzburg. Die Filmemacherin verschlüsselt dabei ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit eindringlichen Bildkompositionen. Ein Off-Text gibt diesen fast fotografischen, aber noch atmenden Stimmungsbildern eine nachvollziehbare Verortung in der Realität. Experimentalfilm und Dokumentarfilm. Die Filmemacherin verbindet die Kunst beider Gattungen zu ihrer eigenen filmischen Vision des Geschehenen. Antoinette Zwirrmeier ist derzeit eine singuläre Erscheinung in der Filmkunst Salzburgs. Das beweist Josef, Täterprofil meines Vaters, auf eindrückliche Weise. Herzliche Gratulation. Ich glaube, vielleicht nehmen wir noch was ab. Also, ich bin total überrascht und ich habe gar nichts davon gewusst. Und ich freue mich total. Und auch mein Bankberater wird sich total freuen, weil er zu mir gesagt hat, Frau Zwirrmeier, solange Sie Ihre Kreditraten brav zahlen, sind wir Freunde. Und sobald das nicht mehr passiert, sind wir schnell keine Freunde mehr. Also wir können noch Freunde bleiben und ich muss auch keine Bank überfallen. Nein, danke an alle, an die Abteilung Kultur Stadt Salzburg und danke an die Jury und ans Universum und an alle. Wenn du jung bist und feststellst, dass du in eine ganz verkehrte Familie hineingeboren wurdest, musst du dir eben etwas ausdenken. Wie leicht es wäre, eine Bank zu überfallen. Eine Bank, in der Geld herumliegt, das niemandem gehört und auch wieder allen, ist wie ein Schatz, der nur gehoben werden muss. Vergangenes, das ich für meine Zukunft einsetze, die dann beginnen kann. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, vor allem den Preisträgern. Hoffentlich bis in 2 Jahren. Bis dahin eine schöne Zeit.